Es geht um die Blättli. Yeah! Im nächsten Beitrag geht es um eine attraktive junge Dame. Jetzt zum Abschluss von der heutigen Sendung Musik ohne Computer. Grüß euch miteinander. Meine Damen und Herren, was ihr jetzt gesehen habt, ist nicht irgendein Trick gewesen. Das, was sich so synthetisch auf dem Kopf bewegt, ist meistens ein Duppe. So, herzlich willkommen. Danke. Mir fällt auf, guten Abend miteinander. Das ist geblieben, der Rest der 25 Jahre. Ein paar andere Sachen haben schon. Zum Glück. Frisuren zum Glück. Das ist das ganze geschmunzelt. Es ist, geschmunzelt habe ich und habe mich gleichzeitig geschämt. Das ist ja grauenhaft, wenn man öffentlich muss im alten Fotoalbum umeinander blättern. Weil, wenn man zurückschaut, findet man sich ja immer unerträglich schlecht angelegt. Völlig geschmacklos. total daneben. Aber denn wenn man das macht, hat man das Gefühl, man sei mega trendig und ist völlig. Ist wahrscheinlich oder? Stell ich mir vor. Ja, ich hoffe also die blondierten Haare. Ich hoffe es. Ja, aus irgendeinem Grund hast du sie angelegt. Ja, man ist immer überzeugt, dass man das Richtige macht. Aber hinterdrein merkt man dann, dass es so vielleicht noch andere Kriterien gibt. Mhm. Fast die Hälfte von deinem Leben hast du am Bildschirm verbracht, haben wir jetzt hier gesehen. Also, es sind eine Haufen Sachen passiert in der Zeit. Wenn man so lange am Bildschirm ist, kannst du dir überhaupt das Leben ohne Bildschirm noch vorstellen? Ich hoffe es. Ich habe mir immer vorgenommen, dass ich so etwas nur so lange mache, wie es mir wirklich hundertprozentig Spass macht. Mhm. Darum habe ich auch nie mit dem Fernsehen einen Vertrag gehabt, der über ein Jahr ausgeht, also die ganzen 25 Jahre nicht. So, dass ich erstens mal das ergeben muss überlegen, ob sie mit mir noch weiter zusammenarbeiten oder ob ich besser entsorgt werde. Aber auch ich mir muss überlegen, habe ich überhaupt noch den Blaustrennen oder ist es gescheiter, dass man das Ganze nicht an den Nagel hängt. Das ist noch gute Erziehungsmassen, weil da zwingt man sich alle Jahre wieder ein bisschen Bilanz zu ziehen. Aber es ist eine grosse Unsicherheit. Ich habe in mehreren Interviews von dir schon gelesen, dass du enorme Existenzängste hast. Verarmungsängste, viel schlimmer. Aber ist das nicht ein bisschen kokettiert? Nein, das ist eben leider nicht kokettiert. Die kumpen mich immer wieder an. Aber es sind gleichzeitig natürlich unheimliche also Motivationsfaktoren, dass man sagt, ich will das gut machen. Weil wenn ich es nicht gut genug mache, dann fliege ich sowieso raus. Und das hast du die Angst noch nach 25 Jahren? Die Angst, logisch, nicht, ich mache von jeder Sendung also wirklich dünn in die Hose. Du nicht. Also, so zum konkret Glück ich, nicht zum Glück kann ich jetzt hier hocken und kann es dir überladen, Reste zu machen. Aber du bist ein Grusel. Gell? Ja, schrecklich. Ja, ja. Man lernt damit umzugehen, weißt du? Okay, nee, aber du bist tatsächlich. Und das ist nicht kokettiert. Du bist noch nervös. Mhm. Vor jeder Sendung. Ja, das andere ist nicht kokettiert. Man glaubt mir es einfach nicht. Nein, weil du strahlst etwas ganz anderes aus. Also du strahlst uns eine Sicherheit, eine Gelassenheit in deinem Job, eine Ruhe. Du strahlst den Bobby Van uns, der Geld hat, der Kunst liebt, der ein Restaurant hat, der einen Club hat. Also der sich alles leisten kann, was Freude macht auf der Welt. Ist das nicht irgendwo ein Widerspruch in dem Fall? Nein, ich bin glaub, nicht einer, der sich alles leisten kann, sondern ich bin immer wieder einer, der alles auf eine Karte setzt. Das ist das Risiko, das ich auf der einen Seite liebe, weil ich finde es immer mühsam, wenn man Ideen hat, die ein Leben lang mit sich umdreht und sagt, ja, mit 68 wollte ich das und das und jenes machen. Und dann ist es plötzlich nicht mehr möglich. Sondern ich finde, wenn man etwas im Kopf hat, dann ist es spannend, das umzusetzen. Dann ist es aber auch spannend, herauszufinden, verhält es überhaupt im wahren Leben? Oder verhält es nur in dem Hirngespinst, das man im Kopf umeinander dreht? Und der ist aber gleichzeitig natürlich auch die Chance damit verbunden, dass es nicht funktioniert. Und genau die Dualität, die reizt mich. Also die Angst und die Hoffnung. Aber du provozierst es ja in dem Fall. Also ja, du gehst immer wieder an die Grenze. Das ist mir ein Antrieb, sonst wird es mir langweilig. Aha, also du brauchst den Antrieb, du brauchst dass das Leben, die Unrast, die Unruhe, kann man sagen, dass du weitergehst. Es ist noch verrückt, wenn man jemanden so lange in der Öffentlichkeit wahrnimmt, macht man sich ja als Außenstehendes Bild von dem Menschen. Ein Fremdbild, ein sogenanntes, also über die Medien, über das, wie man dich wahrnimmt im Fernsehen. Wie stark prägt nach so vielen Jahren im Fernsehen das Fremdbild
dein eigenes Selbstbild, glaube, von dir? Dem sind wir ja alle unterworfen, die an diesem Bildschirm umeinander turnen. Die eine Gefahr ist, dass man sich zu wichtig nimmt und dass man eigentlich nichts anderes macht als eine Vorzeitluft, die einen Moment dauert. Im besten Fall stinkt er ein bisschen. Aber auf der anderen Seite muss man sich nachher noch immer wieder klar werden, dass man nicht darf meinen, man müsse jetzt die Erwartungen von den anderen erfüllen, damit man noch geliebt wird, sondern ich glaube, man muss sich sehr genau überlegen, was will man, was ist einem wichtig und nach diesen Kriterien die Entscheidungen für die nächsten Schritte. Schaffst du das immer? Nein, natürlich nicht. Aber also ich glaube, es ist letztendlich das Ausschlaggebende, um glaubwürdig zu bleiben in seiner Arbeit. Sonst wird man korrumpiert, korrumpiert von einem Drang nach Öffentlichkeit, vom Wollen, in den Medien überhaupt zu erscheinen. Und man vergisst nachher noch etwas anderes, die eigentliche Aufgabe. Und das ist die, etwas zu transportieren oder im besten Fall zu unterhalten oder vielleicht irgendwo etwas zu bewegen. Und um das geht es und an dem muss man sich immer wieder messen. Mhm. Vielleicht ist das letztlich die Authentizität, wo man dir dann effektiv glaubt, dass du das, was du sagst, so ein Mensch. Das hoffe ich, ja. Hast du den Vertrag für nächstes Jahr schon unterschrieben? Nein, er ist noch nicht gekommen. Was? Ja, also das ist interessant. Die Sendungen sind zwar schon geplant, das tröstet mich ein bisschen, aber eigentlich müsste ich jetzt auf die Weihnachten hier total aufgeregt sein, weil ja, ich habe noch keinen Vertrag. Die erste Sendung ist irgendwie am 4. Januar und vielleicht komme ich dann nicht mehr, dann sehen wir es dann. Dann kannst du übernehmen, Donnerstag die Sendung, aber ich muss länger schauen. Jetzt quer übrigens auch nicht. Leute, nicht nur aus Langweilig. Nein, nein, das ist klar. Das verbindet uns. Also Ingrid Deltan, ich hoffe, du hast zugelassen. Kurt Eschbacher wartet auf einen Vertrag. Aber lass jetzt mal einen Vorschlag. Du heisst quer, das nächste Thema ist kreuz und quer. Du kommst zu uns, dann weisst du auch schon, wie es bei mir zu und her geht. Dann ist es nachher einfacher. Damit du am 4. Januar fließend könnt ihr den Übergang machen. Genau, Nächste Woche. Donnerstag am Abend. Donnerstag bei mir. Abgemacht. Schön. Kreuz und quer. Kurt Eschbacher. Merci vielmals. Danke. Danke.